als wir uns noch ohne Masken treffen konnten, sind wir fast jedes Wochenende irgendwo hin. Immer wenn wir nach Augsburg fahren, treffen wir uns mit den Freunden, die dort wohnen. Hier ist das Schlachthofquartier in Augsburg. Als ich hier ankam, hatte ich einen sehr positiven Eindruck. Wenn man gutes Wetter hat, sieht alles schön aus. Wenn ich hierzulande einen Kaffee gehe, verlasse ich das Café meistens schnell nach einem Schluck. Aber als ich zu diesem Café kam, welches ein Freund mir empfohlen hatte, bin ich länger geblieben, weil mir die Stimmung sehr gut gefallen hat. Im Winter, wenn wir Bock auf einen Ausflug hatten, sind wir oft in die Bayerischen Alpen gefahren. Oberammergau, Unterammergau, Füssen, aber auch der Ammersee und viele andere. Als ich älter wurde, habe ich begonnen, die Natur zu genießen. Wenn wir so eine kurze Reise machen, gehen wir meistens spontan los, also ohne konkreten Plan. Aber als ich meinem Mann gesagt habe, dass ich gewisse kulturelle Aktivitäten vermisse, hat er eine wunderschöne Kunstgalerie im Freien gefunden. Obwohl wir nicht genau den gleichen Geschmack haben, versuchen wir immer, den Bedarf von uns beiden zu decken, wenn wir einige Aktivitäten wie diese zusammen machen. Das heißt, dass er schon noch einige Dinge, die er mal gefunden hat, als er seine Recherche über die Region gemacht hat. Was meinem Mann gefällt, ist immer eine Bewegung, meistens Wandern. Als er Schnee in den Bergen gesehen hat, war er sehr aufgeregt. Letzten Winter hat es in der Stadt nicht viel geschneit. Ich bin zwar so ein Faulenzer, aber freue mich immer, wenn wir jedes Mal wandern. Als wir in China gelebt haben, waren wir beide im Bergsteigerclub. Ich war nur nie bei einem einzigen Training oder Bergsteigen. Mir reicht schon leichtes Wandern. Wenn mein Mann an wochenlangen Trainings und Bergsteigen teilgenommen hat, war er oft der einzige Ausländer. Obwohl ich einige Ausländer gesehen habe, als ich zum ersten Mal Clubtreffen gegangen bin. Vermutlich sind sie genau wie ich. Als ich noch in Korea gearbeitet habe, war ich bei einem Modeunternehmen mit einer der größten Automarken in Korea. Als ich meinen Job gekündigt habe, habe ich einige der Outdoor-Ausrüstung als Abschiedgeschenk bekommen. Auch habe ich fleißig geschaut, um den Mitarbeiterrabatt in vollem Umfang zu benutzen, bevor er für immer weggeht. Als ich die erhalten habe, dachte ich, wahrscheinlich werden sie zu Ornamenten, da ich keine aktive Person bin. Wer wusste, dass ich in der Nähe der Alpen leben und regelmäßig wandern würde? Wer wusste, dass ich einen YouTube-Kanal eröffnen und ein Video machen würde, in dem als und wenn vorgestellt werden?